Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Happy Bootstrapping. In Folge 15 habe ich mit Raimund Seibold vom Fahrradlieferservice Boxbote aus Augsburg gesprochen. Und in Augsburg scheint doch tatsächlich zu funktionieren, was sonst nirgends klappt, nämlich die Belebung der Innenstadt durch einen Fahrradlieferdienst. Heute bieten über 100 Händler ihre Waren auf boxbote.de an und die 60 bis 80 Fahrradkuriere von Boxbote liefern zwischen 300 und 400 Bestellungen am Tag aus. Mit Raimund spreche ich darüber, wie sie das Geschäftsmodell gefunden und gebootstrapped haben, wie sie es heute finanzieren und welche Pläne es für einen Rollout in weitere Städte gibt. Und natürlich hat auch Raimund das ein oder andere Side-Project. So, und nun geht's direkt los. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Raimund. Hallo, servus. Wer bist du und was machst du? Ich bin der Raimund, bin 36 Jahre, komme aus Augsburg, habe vor 7 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, gebootstrapped, habe danach noch 1-2 weitere Gründungen gemacht, auch wiederum gebootstrapped. Und die erste Gründung ist ein lokaler Marktplatz mit der eigenen Fahrradlogistik gewesen. Die zweite Gründung war eine Agentur für digitales Marketing und danach noch ein paar so kleinere Projekte wie ein Private Label Wein. Aber grundsätzlich sehe ich mich als jemand mit einer kleinen Vision, wie die Innenstädte der Zukunft ausschauen können und ohne das Ganze zu Lasten der Umwelt. Das ist so meine Idee. Ich glaube, eine Innenstadt muss voll sein von coolen, attraktiven, kleinen Läden, die parallel aber auch einen geilen Service anbieten, wie etwas zum Kunden kommen kann. Nicht langsamer wie Amazon, aber dafür lokal produziert, lokal hergestellt und trägt dazu zu einem schönen Stadtbild bei. Okay, das sind ja jetzt eine ganze Menge Dinge von Gegenwart bis Zukunft. Und ich denke, über die Zukunft sprechen wir dann später oder am Ende. Ja. Wie lange gibt es denn Boxbote jetzt genau schon und was genau kann ich damit machen? Ja, ich sage immer, wenn man mich fragt, wie lange gibt es Boxbote schon, sage ich immer, notariell gegründet war es 2015. Aber so richtig all in sind wir eigentlich erst 2017 gegangen. Das liegt daran, dass ich 2015 noch in meinem Hauptjob bei der Ehrmann AG war, der vollzeitangestellte Exportmanager, und meine 3 Co-Founder von Boxbote waren auch alle noch angestellt, beziehungsweise einer davon hat noch studiert. Das heißt, ich war bei Ehrmann, eine Kollege war bei DAXA im Logistik Bereich, ein anderer Kollege war noch bei Fujitsu angestellt und der vierte hat studiert. Und wir hatten damals eben die Idee, einen lokalen Marktplatz hochzuziehen mit der eigenen Logistik, das Ganze gebootstrapped. Weil wir da eben uns erstmal so frei von Kosten halten wollten, sind wir auch allen in unseren Jobs geblieben und haben quasi diesen Marktplatz so als eine Abendbeschäftigung betrieben. Und Ende 2017 haben wir uns dann dafür entschieden, es Vollzeit zu machen. Also wir haben alle gekündigt, sind dann quasi all in gegangen und haben dann, von morgens bis abends nichts anderes gemacht, wie den Marktplatz hochzuziehen. Und die Idee hinter dem Marktplatz ist eigentlich, ein lokales Amazon hochzuziehen. Also wir wollen alle Händler aus einer Stadt auf eine Plattform bringen, die untereinander zu verknüpfen. Also du kannst quasi digital shoppen gehen, wie du auch in deiner Innenstadt shoppen gehst. Und das Ganze wird dann über unsere Fahrradlogistik eingesammelt und instant zugestellt. Und das geht von Restaurants bis hin zum Buchladen, Feinkostladen etc. Also alles, jeder, der was zu liefern hat, ist bei uns herzlich willkommen. Das ist ja, da war der ja sehr früh dran, 2015. Wie kam es damals zur Idee? Da gab es ja ganz viele von den heutigen großen Playern, die man in dem Umfeld kennt, dann auch gerade mit Fahrrädern, die gab es ja noch gar nicht. Wie kam es dann zu der Idee? Die Idee war tatsächlich basierend auf einem deutschen Gründer, Bastian Lehmann. Der hat Postmates
in den Staaten gegründet. Ist ein Münchner und Postmates in den Staaten damals schon eine gewisse Größe gehabt. Und der hat auch schon gesagt, er baut eine Food-Logistik auf, weil man isst dreimal am Tag und dreimal am Tag denkt man an Postmates. Und das Geschäft ist aber sehr zyklisch. Das heißt, das ist morgens hoch, das ist mittags hoch und dann abends wieder hoch, wo man halt dann eben auch isst. Und dazwischen braucht er andere Produkte wie klassische Einzelhandelslieferungen, klassische Paketzustellungen, klassische Kuriergeschäfte. Und wenn man sich diese drei zyklischen Wellen, wenn man die übereinander legt, dann stellt man fest, dass die sich eigentlich perfekt ergänzen. Also wenn quasi nicht gegessen wird, werden andere Sachen halt dann benötigt. Da ist dann so der Elektroladen oder der Buchladen etc. vonnöten. Und ja, letztendlich haben wir diese Idee als Inspiration halt genommen und haben so eigentlich, kann man schon sagen, eine Art Copycat daraus gemacht. Und ja, haben das versucht, hier in Augsburg so auch abzubilden. Und wie du schon sagst, ja, also richtig, also die ersten Fahrrad-Essenslieferdienste, die neben Lieferando war eigentlich Foodora. Und als wir das gegründet haben, gab es Foodora so noch gar nicht. Ich glaube, da waren die gerade so in den ersten Anfängen, als wir da schon am Start waren. Und wie sieht dann das Geschäftsmodell für euch dann aus? Ihr stellt den Marktplatz zur Verfügung und für jede vermittelte Bestellung bezahlt dann der Händler, der Listenhändler eine Gebühr oder zahlt er eine Flatrate für die Listung oder wie ist das Geschäftsmodell? Genau, also was es ist eigentlich wie bei allen anderen Plattformen auch, wir haben eine Umsatzprovision. Die Umsatzprovision orientiert sich so ein bisschen nach der Branche. Das heißt, Gastronomie hat einen anderen Provisionssatz wie jetzt ein Buchladen oder ein Einzelhändler. Das hängt einfach viel von der Komplexität zusammen, weil einfach die, sag ich mal, das Handling von dem Essen ist nochmal einfach was anderes wie in dem Buch. Und somit hat man da eine klassische Umsatzprovision, die wir vom Händler beziehen. Und dann berechnen wir vom Endkunden noch die Lieferkosten. Also je nach Distanz. Wenn jetzt einer zwischen 0 und 1 Kilometer oder zwischen 1, 2, 3, 4, es geht dann hoch bis teilweise 6 Kilometer, die berechnen wir dann direkt vom Endkunden. Das sind so diese unsere zwei Haupt-Revenue-Streams. Der dritte Revenue-Stream ist dann noch klassischer, ich nenne es jetzt mal WKZ, also dass wir quasi von den Händlern noch für Werbung, wenn jemand besser positioniert werden möchte, kann er bei uns eben auch Werbung buchen. Und wie groß ist dann Boxbode heute? Also wie viele Händler sind da gelistet? Wie viele Artikel? Kannst du was zu den Anzahl Bestellungen sagen vielleicht ungefähr? Ja, also wir hatten jetzt, letztes Jahr war unser stärkstes Jahr. Da haben wir jetzt knapp die 2 Millionen Umsatz gekratzt. Wir haben um die 100 Händler aus der Region auf der Seite drauf. Ist jetzt, sei jetzt mal, die letzten Jahre natürlich sehr herausfordernd gewesen, auch jetzt dieses Jahr mit den ganzen Corona-Geschichten, weil da unsere Partner schon auch extrem gelitten haben, Schließungen etc. Und jetzt auch, sag ich mal, wir sind ja von der Corona-Krise jetzt in die nächste Krise reingeschlittert. Wir haben jetzt dieses Jahr eine gewisse, kann man schon sagen, Stagnation. Also wir sind jetzt nicht, wir werden auch dieses Jahr jetzt nicht, wir planen jetzt keine großen Wachstumsziele, wir versuchen zu halten. Was so Bestellvolumen betrifft, wir haben im klassischen Marktplatz Volumen, also wo jemand auf boxbude.de einkauft, so zwischen 150 und 200 Lieferungen. Und dann haben wir noch ein Cap-Geschäft, also wo wir einfach nur ein klassischer Logistiker sind, für Apotheken zum Beispiel. Da kommen wir dann auch nochmal auf so zwischen 50 und 100 Pakete, die wir am Tag von A nach B bringen. Also dann habt ihr in Summe so zwischen 300 und 400 Lieferungen am Tag. Genau. Okay, genau. Ist ja schon cool. Wie viele Fahrer machen das? Ist auch immer stark schwankend, also sehr saisonbedingt, wie man sich so vorstellen kann. Mhm. Aber im Schnitt sind wir so zwischen 60 und 80 Kurierinnen, die bei uns arbeiten, ja.
Und das sind hauptsächlich dann Studenten, Teilzeitkräfte, 520-Euro-Jobber? Oder wie stellt man sich das vor? Ja, 75% sind Minijobler und der Rest teilt sie dann so auf Voll- und Teilzeit auf. Okay. Und fährst du auch selber als aus? Nicht mehr. Also die ersten Monate schon sehr regelmäßig. Da haben wir auch versucht, natürlich die Personaldecke so dünn wie möglich zu halten und haben dann Spitzen immer selber abgefangen. Wenn dann doch mal irgendwie, das ist ja gerade in diesem Food-Logistik-Geschäft ist es ja ganz krass, wenn da spontan zum Regnen anfängt oder spontan zum Schneien anfängt oder eben auch ein sonniger Tag wird, dann gehen die Bestellzahlen sehr weit nach oben oder nach unten. Ne? Und um eben Kosten zu sparen, haben wir einfach gesagt, wir decken die Spitzen selber ab. Und ist aber mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr notwendig. Bin zwar immer noch in vielen Themen sehr operativ auch involviert, aber ich muss nicht mehr aufs Fahrrad steigen. Und wie habt ihr das dann in den ersten anderthalb Jahren gemacht? Bis 2017, du hast ja beschrieben, ihr wart alle noch Vollzeit angestellt, habt 18 bis 22 Uhr an der Plattform gearbeitet. Gab es da dann schon Auslieferungen? Oder wie habt ihr dann tagsüber schon Fahrer gehabt oder Kuriere, die ausgeliefert haben? Und ihr habt die in den Abendstunden koordiniert für den nächsten Tag? Wir haben tatsächlich in dieser krassen Zeit, wo wir noch in den Hauptjobs waren, haben wir unsere Dienstleistung nur abends angeboten. Also wir haben Lieferungen erst ab 17 Uhr ermöglicht. Also man konnte nur abends bestellen. Und wir haben auch eben aus der finanziellen Not beziehungsweise nicht zur Verfügung stehenden Mitteln, hatten wir auch gar keinen richtigen Shop zuerst. Also wir haben tatsächlich einfach nur eine Homepage gehabt. Auf dieser Homepage haben wir die Artikel runtergeschrieben gehabt und haben neben die Artikel einen alphanumerischen Code generiert und den konnte man uns per WhatsApp schicken. Und wir haben dann per WhatsApp diese Bestellung bekommen, daraufhin haben wir dann einen PayPal-Code generiert, haben den zurückgeschickt per WhatsApp, der Kunde konnte mit einem Klick das bezahlen und in dem Moment war für uns die Kohle da, haben es ausgeliefert. Und dadurch konnten wir eigentlich von Tag 1 ohne bestehenden Shop das anbieten. Und konnten eben gucken, funktioniert es nicht. Also dieser sogenannte MVP war quasi bei uns eine ganz normale Homepage mit einem WhatsApp-Bestellservice. Also auch da über WhatsApp zu bestellen, waren wir eigentlich schon sehr, sehr früh am Start. Right. Hat auch so für uns, also ich bereue es ein bisschen, dass wir irgendwann von diesem WhatsApp-Thema weggegangen sind, weil jetzt ist ja wieder komplett State of the Art, irgendwie per WhatsApp zu bestellen. Wir haben es damals beendet, weil es für uns nicht mehr skalierbar war irgendwann. Jetzt würde ich wahrscheinlich wieder vermehrt auf dieses Messenger-Thema gehen. Damals war es eigentlich nur, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Und wie gesagt, die Möglichkeit war eben nur am Abend erstmal, ja, konnte man bei uns bestellen. Und dann habt ihr selber ausgefahren einfach, um die Kosten wieder schlank zu halten. Genau. Sehr genau. Eine inspirierende Geschichte. Hast du gleich auch noch Sport gemacht dann und vom 9-to-5-Job ein bisschen einen Ausgleich gehabt, sage ich mal. Ja, okay. Ja, und ja. Wie groß ist die Firma dann heute? Also hast du jetzt schon die Fahrer- oder Kurieranzahl angesprochen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann, die neben euch dann noch dran arbeiten? Also wir haben so im administrativen Bereich, also sprich Disposition, Buchhaltung etc., sind wir eigentlich relativ schlank aufgestellt. Das sind fünf Vollzeitkräfte, die den administrativen Apparat stemmen. Also es dreht sich schon sehr viel um die Logistik. Das ist wirklich so das personalintensivste Produkt. Und alles andere versuchen wir eigentlich sofort zu digitalisieren. Also es ist auch nach wie vor so, dass die Disposition, wir versuchen weitestgehend über Tools zu digitalisieren, dass da wir jetzt nicht einen größeren Wasserkopf aufbauen. Ja, das verstehe ich. Wie läuft es in der Praxis ab jetzt bei den Wettbewerbern? Da gibt es ja ein Zentrallager, sage ich mal, wo die Waren drin liegen. Jetzt arbeitet ihr aber mit den Händlern.
und ihr wisst nicht, was bestellt wird. Jetzt bestelle ich mir, keine Ahnung, Brötchen, einen Honig und dann vielleicht noch, was habt ihr noch gelistet, ein Buch in der Bücherei. Dann geht der Fahrer her und fährt alle drei Händler ab und liefert mir das aus. Oder kannst du das mal erklären, wie das läuft? Ja, also so eine klassische, so ein klassischer Warenkorb sieht immer wieder mal bei uns so aus, dass einer was bei einem Metzger bestellt, bei einem Bäcker bestellt und vielleicht noch von dem lokalen Kosmetiker. Also dass da, und das ist, wie du schon sagst, der geht auf boxbude.de, lässt sich da inspirieren, was es so gibt, packt da seinen Warenkorb voll, gibt ein Wunschlieferfenster an und in dem Moment, wo er auf jetzt bestellen klickt, geht automatisch bei den jeweiligen Händlern das Terminal an und die Bestellung ploppt auf. Es kommt dann schon immer wieder mal vor, dass es das, was aus ist oder das, was ersetzt werden muss, der Händler kann dann mit uns kommunizieren und kann dann sagen, hey, ich habe das nicht. Und wir gehen dann in Dialog mit dem Kunden und sagen so, hey, Produkt X oder Y ist aus, möchtest du eine Alternative dafür haben oder möchtest du jetzt gar nicht? Und wenn dann alles passt, wie du schon gesagt hast, der fährt der Kurier dann los, der hat dann eine Tracking-App auf seinem Handy, wo dann draufsteht, bitte jetzt zu Händler A fahren, dann zu Händler B, dann zu Händler C und dann zum Kunden. Und dann schneidet er das zu. Er ist mit einigen Herausforderungen noch verknüpft und wir gucken uns auch die Sortimente der Händler ganz genau an. Also wenn jetzt zu uns jemand kommt und zu uns sagt so, ja, ich habe jetzt hier ein Buch, das Exemplar habe ich nur einmal da, dann sagen wir, okay, lass uns erstmal mit den Schnelldrehern arbeiten, lass uns mit den Sachen arbeiten, die du auch wirklich durchgehend auf Lager hast, weil für uns ist es natürlich immer sehr, sehr kompliziert und undankbar, wenn dann Sachen oft aus sind und empfehlen dann den Händlern, wirklich so auf so Schnelldreher zu konzentrieren. Und dann entwickeln wir dieses Sortiment immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wenn wir dann auch sehen, okay, wir haben auch so einen Feedbackbogen, wo die Kunden immer wieder angeben können, das hätte ich mir gewünscht oder das hätte ich mir gewünscht. Und dann gehen wir auf die Händler zu und sagen so, hey, unsere Kunden hätten sich mehr Produkte oder mehr Sortiment gewünscht. Hast du nicht Bock, das auf Lager zu legen und für uns so eine kleine Reserve auch zu bilden, dass wir halt auch verfügbar sind? Ja, so machen wir das. Wir haben jetzt zum Beispiel keine Schnittstelle zu deren Warenwirtschaftssystem, wo wir das automatisieren können. Ich glaube, das ist so das große Problem auch so ein bisschen vom lokalen Einzelhandel. Jeder hat so seine eigenen Systemchen am Laufen. Keiner weiß, was der andere so auf Lager hat. Ist aktuell noch nicht so wirklich lösbar, dass unsere Plattform mit allen unterschiedlichen Warenwirtschaftssystemen kommunizieren kann. Aber ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit hoffe ich mal einfacher werden. Es gibt auch so verschiedene Wettbewerber auf dem Markt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Aber aktuell ist es noch so ein bisschen immer so ein gewisses Risiko, wenn bei uns einer was sehr Exotisches bestellt, was jetzt nicht so oft geht, haben wir immer so die Befürchtung, dass jetzt das vielleicht nicht da ist. Aber wenn es so ist, dann gehen wir in den Dialog mit dem Endkunden. Es gibt auch ganz selten jemand, der jetzt da tief böse auf uns ist, weil wir dann immer schon noch sehr schnell kommunizieren. Okay, also das hast du ein bisschen vorgegriffen. Das wäre jetzt eine von meinen Fragen gewesen. Oder kommen wir dann gleich nochmal dazu, wie das Ganze technisch und Logistik technisch abläuft. Wenn ich jetzt was bestellen würde, also jetzt haben wir hier gerade 13 Uhr, unser Aufnahmezeitpunkt. Was ist denn das früheste Lieferfenster? Dann hängt das von den Artikeln ab, die ich bestelle. Kann ich jetzt was bestellen und ich kann das um 16 Uhr geliefert bekommen tatsächlich? Es hängt so ein bisschen natürlich vom Sortiment ab, aber ich sage jetzt mal zwischen 30 und 60 Minuten. Und der Kurier, wie lang kann der dann unterwegs sein? Das sind ja dann, wenn ich jetzt von drei verschiedenen Händlern was bestelle, ist der da ja in der Innenstadt unterwegs, vielleicht 20 Minuten nur, um eine Ware einzusammeln und dann fährt er nochmal 10 Minuten zu mir. Dann schafft er in der Stunde zwei Auslieferungen oder wie ist das so der Schnitt? Ja, also es ist ungefähr so, wie du es jetzt eingeschätzt hast. Also man ist tatsächlich mit dem Fahrrad inzwischen schon relativ schnell. Also auch hier in Augsburg, wo ich jetzt mal sage, da ist die Fahrradweginfrastruktur jetzt noch nicht so geil, dass da ist noch Luft nach oben. Aber du bist mit dem Fahrrad, wenn du dich auskennst, schon relativ zackig unterwegs. Und
Wenn jetzt bei uns ein Kurier drei verschiedene Händler anfahren muss, ist es richtig, von Händler zu Händler rechnen wir so zwischen 5 und 10 Minuten und am Ende des Tages oder am Ende der Route dann nochmal 5 bis 10 Minuten zum Endverbraucher. Also ist der Kurier tatsächlich so 30 Minuten für so eine Route unterwegs. Aber das ist für uns ein ganz guter Schnitt. Wenn ein Kurier in einer Stunde 6 Stops hat, dann ist es für uns absolut gut. Also das ist so etwas, wo wir sehr zufrieden damit sind. Im Schnitt haben unsere Kuriere 2 bis 3 Kunden in der Stunde. Und wir versuchen, dass pro Kunde immer 1 bis 2 Händler, also bei uns ist immer wichtig, dass der Warenkorb größer wird, dass wir, wenn wir immer nur wegen einer Sache zum Händler und dann zum Kunden und wieder zum Händler und zum Kunden, dann wird es immer schwierig, weil die Warenkörbe dann klein sind. Aber in dem Moment, wo jemand bei uns 2, 3 Händler in seinen Warenkorb packt und dann kann man eine richtig coole Tour fahren. Ist ja eigentlich auch im Interesse vom Kunde bei euch dann, wenn er eine Gebühr auch noch für die Lieferung bezahlt, dann macht er das hoffentlich nicht jetzt wegen 5 Brezeln oder so. Das lohnt sich ja dann auch nicht, oder einem Sixpack. Ja, du okay. wirst dich wundern, was wir teilweise für kuriose Bestellungen haben. Wir im Laufe der letzten Jahre sind da einige lustige Sachen aufgeploppt, wo wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben im 60-Minuten-Takt bei uns immer wieder ein Sixpack Bier bestellt, weil die immer nur so auf Bedarf bestellt haben. Die haben auch jedes Mal dann 2,90 Euro Lieferkosten bezahlt, aber das war anscheinend so, der wusste wohl nicht, ob er jetzt, wann er das Haus verlässt, und hat dann immer wieder nachbestellt und hat sich diesen Luxus dann wohl einfach so gegönnt, immer wieder so nachzubestellen. Und da gibt es ganz viele Sachen, also es gibt sehr, sehr faule Menschen und die gönnen sich den Luxus dann einfach. Die muss man dann auch abholen. Und die Fahrer bei euch, sind die gebrandet unterwegs dann, dass das jeder erkennt? Haben die ein spezielles Fahrrad, das auffällt, Rucksack, Klamotten, wo man dann eindeutig auch weiß, also sowohl der Händler wie auch jetzt der Kunde am Ende, hey, das ist ein Boxbootefahrer, und alle anderen in der Stadt sehen auch, oh, was ist denn das hier, was vorbeifährt? Das ist tatsächlich so ein bisschen Fluch und Segen mit diesen sehr auffälligen Kurieren. Unsere Kuriere sind gebrandet, aber nicht sehr auffällig. Also wir haben unsere CI ist ein Türkis. Das ist auch an unsere Rucksäcke sind Türkis. Ansonsten versuchen wir eigentlich eher unauffällig zu bleiben. Das hat den einfachen Grund, dass dass die Kuriere nach wie vor immer noch so einen kleinen negativen Ruf genießen. Also man sieht die Jungs nicht immer gern, die jetzt dann irgendwie sich durch die Straßen flitzen und da schon viel unterwegs sind. Da sind immer diese Konflikt Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, Fahrradfahrer. Und auch in den Läden, wenn dann unsere Kuriere irgendwie an der Schlange vorbeilaufen und so an so einem Pickup-Corner dann so ihre Bestellung abholen, haben die auch schon öfters mal ein negatives Feedback abbekommen, warum der denn da jetzt schon das Ding bekommt, das wir da schon längst vorbestellt haben. Das wissen die ja gar nicht. Die sehen einfach nur, ach, da läuft jetzt dieser Boxbote an der Schlange vorbei und holt dieses Paket, und wieso muss ich hier eigentlich anstehen? Also es ist wie gesagt, so ein bisschen Fluch und Segen. Wir wollen da immer gar nicht so auffallen im Straßenverkehr als Kurierdienstleister. Ist so Fluch und Segen. Aber sie sind mit Lastenrädern unterwegs. Ich glaube, wenn man uns kennt, dann erkennt man uns auch. Aber insgeheim wollen wir eher nicht so auffällig sein. Verstehe. Woher kommt dann der Name Boxbote? Ist das eine spezielle Design dann der Verpackung, die der Fahrer mit dabei hat? Ja, der Name war eine Inspiration vom sogenannten Postboten tatsächlich. Wir hatten in der Namensfindungsphase ganz, ganz viele verschiedene Ideen. Die lustigst waren zum Beispiel in Anlehnung an den Broadway, haben wir es den Broadway genannt. Und das war uns dann aber zu foodlastig. Dann waren wir irgendwann die Deliver Bee, also die Lieferbiene.
Und da waren wir dann aber wieder zu lieferlastig. Also wir wollten irgendwo einen Namen haben, der sich super schnell einprägen lässt, der so ein bisschen beschreibt, was wir eigentlich machen, der uns jetzt aber nicht in irgendeine Schublade steckt. Und deswegen sind wir letztendlich bei den Boxbooten gelandet. Und unser Logo ist ja auch so ein kleines Kistchen mit einem Schleifchen drüber. Sieht so aus wie eine Box, könnte aber auch ein Concierge sein. Oben die Fliege lässt es so ein bisschen vermuten. Und so ist da eben der Name Boxboote entstanden. Ja. Das war so die Idee dahinter. Okay. Wenn ich jetzt ein Händler bin, der bei euch mitmachen möchte, wie funktioniert das Onboarding? Du hast schon angesprochen, der Händler hat kein Warenwirtschaftssystem. Jetzt brauchst du Bilder von den Produkten, du brauchst Preise, du brauchst so ungefähr zumindest mal einen Inventar oder einen Bestand. Wie läuft so das Onboarding dann ab? Geht ihr rein, macht Fotos und macht einen Inventar? Ja, also genau so läuft es letztendlich ab. Wir haben ganz klassischen Excel-Datei-Import, was so die Produktdaten betrifft. Wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel keine Bilder hat, bieten wir die Möglichkeit für sehr, sehr überschaubare Konditionen mit Fotografen vorbeizukommen und auch Bilder dann zu schießen. Die werden dem Kunden dann auch komplett zur Verfügung gestellt, der die dann wieder für weitere Marketingmaßnahmen und Co. verwenden kann. Aber wir unterstützen dann meistens dahingehend, wenn keine Bilder vorhanden sind. Wobei das schon, also jetzt auch spätestens seit Corona, musste sich ja jeder so ein bisschen mit digitalen Themen auseinandersetzen. Und das wird schon immer besser, was so den Bilderpool betrifft. Jetzt ist es ja bei dem Bäcker oder bei dem Metzger sind es ja auch immer gleiche oder ähnliche Produkte. Jetzt hast du vorhin meine Bücherlieferung angesprochen, habe ich auch auf der Webseite gesehen. Bekommt er dann tatsächlich dann regelmäßig die aktuellen Bücher dann vom Buchladen per Excel-Import mit Bildern oder haben die nur einen Auszug ihrer Artikel dann bei euch gelistet? Genau, bei den Buchläden ist es so, dass wir auch uns in erster Linie so an Spiegel Bestseller orientieren und dann in der Regel auf den Buchhandel an sich verweisen, dass wenn jetzt ein spezielles Buch möchte, soll er den Buchladen direkt kontaktieren und wir haben mit den Buchläden dann oftmals eine Vereinbarung, dass wir eine Same-Day-Lieferung anbieten, dass wenn jetzt du bei dem Buchladen dir ein Buch kaufst und aber sagst, ich brauche es aber gleich, haben die Möglichkeit, dass der Buchladen dann auf uns zukommt und sagt so, hey, da ist jetzt gerade ein Kunde gekommen über euch, ihr hattet das Buch aber nicht auf der Seite, ich habe es jetzt ihm so verkauft und könnt ihr das jetzt schnell abholen und zustellen. Das machen wir dann in dem Fall. Okay, verstehe. Und mitmachen kann prinzipiell jeder Händler in Augsburg. Kann auch der lokale Edeka, hat er sich schon gemeldet und möchte mitmachen und seine Produkte ausgeliefert haben. Wir haben mit vielen verschiedenen Supermärkten auch schon zusammengearbeitet. Also es geht, wie du schon sagst, der lokale Edeka oder so ein kleiner Tante-Emma-Laden oder ein türkischer Supermarkt, asiatischer Supermarkt. Man muss dazu sagen, dass genau dieser Bereich für uns seit diesem Quick-Commerce-Blutbad zwischen Gorilla und Co. ist dieses Geschäftsmodell für uns so ein bisschen irrelevant geworden. Also diesen Preiskampf können wir im Lebensmittelgeschäft nicht mehr mitmachen. Und dafür ist es auch zu komplex, die Margen zu klein. Und wir haben da uns vor schon fast einem Jahr eigentlich davon verabschiedet, dass wir so die Lebensmittelzustellung machen können. Gibt es da in Augsburg viele Player auf dem Quick-Commerce-Markt? Die Klassiker. Also wir haben Gorillas hier, Rewe sowieso, Bringmeister, Knusper. Mittlerweile liefert ja Flaschenpost auch schon Lebensmittel. Also die Klassiker. Wir haben jetzt Flink ist noch nicht hier, aber Gorillas natürlich. Und die beackern den Markt ganz gut. Und das war für uns einfach nur noch irgendwann ein Randgeschäft und dann auch irgendwann nicht mehr interessant und haben das dann so nicht mehr weiterverfolgt.
Bisschen auslaufen lassen, ja. Ist ja eine ordentliche Genau. Rabattschlacht, die da stattgefunden hat. Und ich glaube, ein paar Sachen hast du auch vorher gesehen. Ich habe ein Interview von dir gesehen von, ich glaube, 2021 war das, wo du schon so ein bisschen vorher gesagt hast, dass es ein bisschen eine Merger geben wird zwischen den verschiedenen Quick-Commerce-Playern. Okay. Ja, Ja, ja. wie funktioniert das technisch jetzt nochmal bei euch? Habe ich als Händler dann ein Device, was ich von euch bekomme, oder eine Handy-App? Und da bekomme ich die Bestellung drauf, weil du hast es gerade angesprochen noch, dass er das schon vorbereiten oder vorpacken kann. Genau, also die Plattform boxbuddy.de, das ist ein eigens programmiertes Shop-System. Wir haben damit 2017 angefangen. Da haben wir sehr, sehr viel recherchiert, was es auf dem Markt gibt, also so an Marktplatzmodellen, weil wir haben ja sehr unterschiedliche Use Cases. Also der Essensbesteller oder der Getränkebesteller oder der Blumenbesteller, der hat ja ganz verschiedene Ansprüche an sein Produkt, und dass sich das auch alles verknüpfen lässt, in einem Warenkorb abbildbar, sich mit unserer Buchhaltung auch alles abbilden lässt, haben wir nichts gefunden auf dem Markt, und wir haben uns dann damals dafür entschieden, dass wir eine eigene Software schreiben. Haben dann Entwickler eingestellt, auch zusammen mit externen Agenturen, und haben dann über ja knapp dreiviertel Jahr quasi unser Herzstück, also unsere Plattform, selber gebaut. Wir haben da bis zu einer knappen 500.000 investiert in das Thema. Profitieren halt jetzt davon, dass wir eigentlich alle Sachen abbilden können und auch sehr gut mit unserer eigenen Logistik dann abbilden können. Und wenn bei uns eine Bestellung eingeht, wie schon erwähnt, ploppt es bei uns im Backend auf, und der Disponent muss dann diese ganzen verschiedenen Artikel eigentlich nur noch den verschiedenen Kurieren zuzuteilen. Und der Händler bekommt dann auf so einem kleinen Bestellterminal einfach wie man es so auch von Food Delivery kennt, da klingelt es dann, und dann kommt so ein kleiner Bon ausgedruckt, wo dann draufsteht: bitte folgende 10 Artikel herrichten, wird in 90 Minuten durch Kurier XY abgeholt. Und hat dann ein Und der paar Kurier hat auch so, eine eigene App. genau, der Kurier hat auch eine eigene App. Und das habt ihr alles in-house entwickelt, das ist ja schon auch beeindruckend. Oder mit Agenturen zusammen. Genau, das haben wir zusammen mit Agenturen entwickelt. Die Kurier-App, das ist eine lizenzierte App, die wir nutzen. Also die haben wir nicht selber entwickelt. Das wäre so unser nächster größerer Step gewesen. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu, wenn es um das Thema Investoren geht. Also es wäre so die nächste größere Investition eigentlich von uns, dass wir in eine Delivery-App investieren. Spannend, da bin ich gespannt drauf. Jetzt gibt es eigentlich Retouren in dem Geschäft wahrscheinlich nicht, oder? Fast gar nicht. Also im ganz, ganz niedrigen Bereich, dass mal jemand was zurückgibt. Okay, aber zählt es rechtlich als eine Online-Bestellung? So, wenn ich jetzt ein Buch bestelle, dass ich es dann lese ich, sondern sage ich nach 13 Tagen, hallo, hol es wieder ab, ich möchte es zurückgeben. Theoretisch ja. Ja. Theoretisch ist das ganz normal, wie wenn du jetzt in den Laden gehst und dir dort ein Buch kaufst, kannst du da auch bei uns nach ein paar Tagen das wieder zurückgeben. Aber man muss dazu sagen, es ist ein großer Unterschied, ob du jetzt bei Amazon dir ein Buch bestellst oder ob du bei einem lokalen Buchhandel dir ein Buch bestellst. Also da machen sich die Leute schon ein bisschen mehr Gedanken, und da ist man schon emotional ein bisschen mehr damit verbunden, und da ist es einem nicht so scheißegal, wie es jetzt dem Händler dabei geht, wenn das Buch nach ein paar Tagen wieder zurückgeht. Man kennt sich ja vielleicht auch oder will noch mal was kaufen. Ja. Genau, und das ist auch so sag ich mal, das, was ich oftmals immer als sehr, sehr schade empfinde, dass wir heutzutage immer sehr viel über aussterbende Innenstädte sprechen. Wir reden über CO2-Belastung in der Innenstadt, wir reden über Kaufkraft in Innenstädten, und da ist auch jeder immer sehr aktiv und sehr engagiert. Aber ich muss leider sagen, jetzt nach 7 Jahren in diesem Innenstadtthema involviert, ein ganz, ganz großer Teil der Gesellschaft, was in der Öffentlichkeit darüber spricht, wie wichtig es ist. Sobald die Haustür ins Schloss gefallen ist, gehen die Leute auf amazon.de und interessieren sich dann doch nicht mehr dafür. Ja,
Ist leider so. Du hast in dem, ich glaube auch in dem Interview, das werde ich auch verlinken, dann auch ein bisschen über die Zukunft der Innenstädte gesprochen. Jetzt haben wir das Thema gerade angesprochen. Wie sieht denn für dich die Zukunft der Innenstadt dann aus? Ja, ich glaube, der Trend, den wir in den letzten Jahren verfolgen durften, was so mit den Karstadts, Galeria Kaufhof und Co. passiert, ich glaube, der wird weitergehen. Die haben einfach keine Daseinsberechtigung mehr. Also diese großen Warenläden, wo man eine Unmengen an unpersönlichen Artikeln vorfindet, die haben einfach gegenüber dem Onlinehandel keine Daseinsberechtigung, weil die Beratung nicht mehr so vonnöten ist, beziehungsweise ich bekomme die Beratung mittlerweile auch in guter Qualität online. Ich glaube auch, dass so das ganze Thema Virtual Reality, Augmented Reality, das wird so diese digitale Beratung weiter perfektionieren und im Offline-Bereich wird das einfach weiter aussterben, glaube ich. Also diese großen Warenhäuser wird es nicht mehr geben. Ich glaube ganz stark an Produkte, die lokal hergestellt werden. Also ob ich jetzt einen Uhrenmacher habe, ob ich jetzt auch eine Bibliothek habe, da geht es zwar weniger um die Herstellung, aber eher um Lesungen oder Vorstellungen von dem Buch. Ich glaube auch, dass so Kosmetik, das ist schon, wo man auch vielleicht vor Ort zusammenmischt etc. Also alles, was so ein bisschen ein Handwerk ist. Also ich glaube, dass alles, was ein Handwerk ist, in den nächsten Jahren verstärkt an Präsenz wieder dazugewinnen kann. Überall, wo ein Verkaufserlebnis stattfinden kann. Überall, wo ich begeistert werden kann für ein Produkt. Das wird in den Innenstädten verstärkt wieder genutzt. Und die Läden, wo ich eigentlich nur reingehe und mich ja eigentlich vor dem Verkäufer schon verstecke, also ich erwische mich schon selber dabei, wenn ich in den Laden reingehe und irgendein Verkäufer hat mich schon ausgewählt, dann haue ich vor dem eigentlich schon ab, weil ich will gar nicht beraten werden. Ich will jetzt einfach nur meine 7 Sachen packen, bezahlen und weg. Das werde ich wahrscheinlich online machen und werde gucken, okay, bei welchem Händler kriege ich meine Kaffeetasse oder mein Besteckset oder mein weißes T-Shirt. Und dafür werde ich nicht mehr in die Innenstadt gehen, glaube ich. Aber in dem Moment, wo ich eine Beziehung zu einem, sag ich mal, zu einem guten Schuhmacher habe oder zu einem guten Kosmetiker, der ganz genau weiß, okay, das ist so den Duft, den der Raimund trägt, oder das ist so das Produkt, das der Raimund trägt, und dann kriege ich da vielleicht noch einen guten Kaffee angeboten oder ich kriege hier nochmal eine gute Beratung. Da werde ich weiter hingehen, ich werde eine persönliche Bindung aufbauen. Ich glaube, dass die Innenstädte davon leben werden, von Entertainment. Die Innenstädte werden von, es wird eher wieder mehr ein Ort der Begegnung werden und weniger so ein großes Kaufhaus, wo ich mich so durch die Fläche schieben muss, durch Menschenmengen. Das, glaube ich, wird weiter aussterben. Mit Boxbude hast du ja ein Modell, wo du die Leute nicht in den Shop schickst, sondern eher mir die Besorgung halt von jemand anderem abholen lässt und den Shop halt wieder nicht betritt, oder? Ich sage jetzt mal jein. Ich habe auf der einen Seite einen Service aufgebaut, wo der Kunde, wenn er zu Hause ist und wenn er keine Zeit hat, die Möglichkeit trotzdem seine Besorgungen zu bekommen. Aber ich schaffe auch mit der Logistik die Möglichkeit, dass die Kunden in die Stadt kommen. Also nee, ich muss mal neu anfangen. Wir haben ja mit Boxbude ja auch die Logistik aufgebaut, wo die Händler ihren Endkunden anbieten können, kauft bei uns ein und ich kooperiere mit Boxbude und ich lasse die Sachen dann zu dir nach Hause liefern. Das heißt, ich versuche die Leute eigentlich wieder in die Stadt reinzulocken, dass sie quasi sagen, ich kann lokal einkaufen und muss es nicht nach Hause transportieren. Also der Service von Boxbude geht dann in zwei Richtungen. Einmal dieses Marktplatzmodell, wo du vollkommen recht hast. Da werden die Kunden vielleicht schon so ein bisschen dazu verleitet, auf dem Sofa liegen zu bleiben. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Service mit der Logistik, wo die Händler wiederum den Service anbieten können, so quasi bestell bei mir die Sachen und ich kann sie dir mit Boxbude nach Hause liefern. Du kannst quasi mit den Öffis in die Stadt reinkommen und mit den Öffis auch wieder rausfahren, ohne die Sachen schleppen zu müssen. Hast du auch den Case, dass jemand was kauft? Was weiß ich, wo habe ich denn das? Bei
ja, häufig in der Apotheke und es ist nicht da. Und dann sagt der Händler, hey, morgen ist es dann da und dann bringe ich es dir, beziehungsweise der Boxbote bringt es dir. Kann ich dann quasi auch so rum bei euch bestellen? Ja, ganz genau. Also das ist so dieses ganze Thema CAP, von dem ich vorhin kurz erwähnt habe. Und Apotheken ist auch ein ganz gutes Beispiel. Das ist so der Bereich, der bei uns gerade am stärksten wächst. Also da haben wir auch die 10 Minuten, nicht 10 Minuten, was sagen die Mates und wie sie alle heißen, glaube 40 Minuten Apothekenlieferung. Die haben ja auch so ein bisschen den Markt jetzt aufgemacht und das E-Rezept, wenn es doch endlich irgendwann mal kommen sollte, wird da auch das Ganze nochmal befeuern. Wir kooperieren mit ganz vielen Apotheken, die mit uns einfach einen Instant Delivery Service haben. Das läuft dann so ab, wir haben 2 Lieferfenster am Tag, dass alle Bestellungen, die zwischen 8 und 12 Uhr bei den Apotheken eingehen, die holen wir dann ab und stellen sie sofort zu. Und dann haben wir noch am Abend ein Lieferfenster, alle Bestellungen, die zwischen 12 und 16 Uhr eingehen, holen wir dann gegen 16 Uhr ab und stellen sie am Abend zu. Also das ist jetzt kein, sei jetzt mal keine Sofortlieferung, aber auf jeden Fall eine Same-Day-Lieferung. Und das, ich glaube, wenn man in der Früh feststellt, hoppla, ich habe mich erkältet, ich brauche jetzt hier Kryptostat C und Co. Und dann innerhalb von 3-4 Stunden haben sie es dann über uns nach Hause geliefert. Und da rechnen wir dann auch mit der Apotheke direkt ab. Da kriegt der Kunde, hat da mit uns eigentlich so im Bestellprozess nichts zu tun. Da sind wir nur reiner Logistiker. Sehr cool. Jetzt habt ihr einiges investiert in Software, Eigenentwicklung, Shop-Apps und so weiter. Und habt eine hohe Loyalität zu Augsburg. Ich habe gerade mal kurz geschaut, Augsburg hat so knapp 300.000 Einwohner, wenn Wikipedia nicht lügt. Habt ihr vor, das in weitere Städte auszurollen, das Modell? Das ist ja eigentlich schon, wenn ihr jetzt die Software und Branding, Marketing, Automatisierung, habt ihr ja schon alles fertig oder ja zum Großteil. Kann man das jetzt in eine andere Stadt übertragen? Seid ihr da dran? Wir waren schon in Nürnberg. Also wir waren schon ein Dreivierteljahr in Nürnberg aktiv, leider hat uns dann so ein bisschen das ganze Corona-Thema die Expansion verhagelt. Es ist nämlich so ein kleiner Irrglaube in der Medienlandschaft vertreten, weil dieser ganze Corona-Boom, der hat in erster Linie den ganzen nicht gebootstrappten Unternehmen, also sprich den ganzen Lieferandos, Gorillas und so weiter, extreme Umsätze gebracht. Auf der anderen Seite aber auch extreme Kosten. Also wir haben durch Corona, durch die ganzen Quarantänegeschichten, durch die ganzen Hygieneauflagen, alles, was da so mit Corona zusammenhing, war bei uns ein extremer Kostenapparat. Und das hat uns quasi die Expansion in Nürnberg versaut, dass wir quasi nach einem Dreivierteljahr in Nürnberg haben sagen müssen, wir müssen jetzt wieder die Expansion auf Stopp setzen, weil wir können uns gerade nicht mehr leisten. Und der Standort Augsburg war noch nicht so aufgestellt, dass er das ohne weiteres hätte mitfinanzieren können. Aber es ist absolut auf der Agenda, dass wir dieses System wie eine Blaupause auch in jede deutsche Stadt adaptieren können. Und es ist auch eine riesengroße grüne Wiese. Also egal in welche Kommune ich komme, mit welchen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen ich in Kontakt trete, jeder sagt, geil, genau sowas würden wir hier in der Kommune auch benötigen. Also das ist durchaus auf der Agenda. Und wo sind dann die Schwierigkeiten jetzt, das auszurollen? Weil die Städte könnten ja auch sagen, naja, wir finanzieren das mit eben, dass wir einen Mehrwert für unsere lokalen Händler halt haben. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, dass da ist auch leider der immer nur, sag jetzt mal, der Wunsch ist immer sehr groß. Und wenn es dann darum geht, Sachen mitzufinanzieren, da scheitert es dann ganz schnell. Da ist dann auf einmal das Problem doch nicht groß genug, dass so eine Kommune mal eine Förderung oder so ermöglicht. Und auch das wird dann immer sehr politisch alles und Ausschreibungsbedingungen und so weiter und so fort. Also ich schließe es nicht aus, aber ist es ähnlich wie mit dem Endverbraucher, wo ich vorhin erzählt habe, der in der Öffentlichkeit sagt, wie wichtig ihm das doch ist, lokal einzukaufen. Am Ende sagt er dann noch bei Amazon. Und in den, sag ich jetzt mal, wenn Wahljahr ist, dann sagen ja auch immer viele in ihren Wahlprogrammen, ja, wir investieren jetzt in den lokalen Handel und wir investieren jetzt in Fahrradlogistik. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht,
ist dann das nächstgrößere Parkhaus und hier zu investieren, da zu investieren. Da ist die Lobby noch wesentlich größer wie die der lokalen Einzelhändler. Habt ihr denn schon Investorenangebote gehabt? Jetzt, das spricht ja jetzt dafür, du hast ein Modell, was funktioniert in Augsburg. Da könnte man jetzt ja sagen, naja, das machen die gut, die Jungs, das investiere ich mal und dann helfe ich denen in Nürnberg, in München oder zumindest mal in allem, was um Augsburg drumherum liegt, dann Fuß zu fassen. Gab es da Möglichkeiten? Ja, also wir haben da verschiedenste Investorengespräche geführt. Wir hatten auch letztes Jahr, sei jetzt mal, sehr, sehr finale Gespräche. Ist leider dann jetzt auch mit Anbeginn des Krieges auch in Ukraine und mit den ganzen Problemen in der Finanzierungslandschaft. Es ist ja kein Geheimnis, dass Finanzierungsrunden jetzt in 2022 und 2023 immer, immer schwerer geworden sind. Deswegen ist die letzte da bei uns leider nicht zustande gekommen. Und davor war eigentlich immer unser Skalierungsthema. Also wir sind einfach nicht so ein Case, wo man sagen kann, ich mache jetzt in einem Monat 20, 30 Städte auf, sondern wir brauchen halt, um eine Kommune oder eine Stadt hochzuziehen, brauchen wir mal mindestens zwischen 3 und 6 Monaten, weil so einen Händler zu überzeugen, so einen Kunden dann auch zu überzeugen, das zu nutzen, das dauert einfach wesentlich länger, wie jetzt bei einem Gorillas, der einfach mal ein Jahr lang sei es mal jeden Tag seinen 20-Euro-Gutschein raushaut und die Bestellung einfach nichts kostet. Wir müssen mit jeder Bestellung Geld verdienen. Wir müssen den Händler, wir müssen mit dem einfach auch Deals machen und das benötigt einfach Zeit. Und das ist in der Investorenlandschaft heutzutage nach wie vor nicht so gern gesehen, wenn Geschäftsmodelle nicht so schnell wachsen. Und es ist sehr, sehr schwierig, da jemanden zu finden, der das Geschäftsmodell, so quasi lokaler Handel, CO2-neutrale Logistik, auch so lebt. Also wir hatten auch schon Investoren, die dann gesagt haben, ich würde in euch investieren, wenn ihr ab morgen auch PKWs einsetzen würdet. Und weil die das dann einfach mit ihrem Portfolio verknüpfen. Da hat jetzt einer in seinem Portfolio vielleicht noch irgendwas mit PKWs am Start und dann versucht er da halt irgendwo Verknüpfungen, Synergien herzustellen. Und wir haben halt einfach so eine gewisse Grundphilosophie. Unsere Zustellung ist ausschließlich CO2-neutral und das matcht dann oftmals nicht mit unserer Vision. Und so ist es in unserem Bereich einfach wahnsinnig schwer, VCs zu finden. Habt ihr euch so ein Genossenschaftsmodell überlegt mal? Also wenn jetzt die Händler, die euch nutzen und die regelmäßig ja euch auch ihre Gebühren bezahlen oder größere Kunde bei euch sind, die müssten ja den Mehrwert erkennen. Ist es für die nicht interessant, dann zu sagen, naja, dann schließen wir uns zusammen und investieren in Boxboote, sodass der Rollout erfolgen kann? Hatten wir jetzt noch nicht. Aber okay. Ja, ein guter Punkt. Also werden wir uns mal anschauen. Aber auf uns ist auf jeden Fall noch niemand zugekommen. Aber wäre auf jeden Fall mal ein Thema, sich das anzuschauen. Du hast angesprochen, dass du jetzt wegen der Schwierigkeiten beim Bootstrapping hast du oder habt ihr, weiß jetzt nicht, ob dann alle von Boxboote beteiligt waren, noch eine Agentur gegründet habt, die ihr zur Querfinanzierung genutzt habt. Kannst du das mal kurz ein bisschen erläutern? Wir haben bei Boxboote relativ schnell gemerkt, beziehungsweise wir haben bei Amazon gesehen, es gibt ja dieses sogenannte Flywheel von Amazon, wo man aufzeigt, wie funktioniert das Modell. Also sprich, du hast einen Marktplatz mit vielen Produkten. Auf diesen Marktplatz kommen dann viele Leute und die Leute kaufen dann ein, haben ein gutes Kundenerlebnis. Wenn die Leute ein gutes Kundenerlebnis haben, kommen wiederum viele Händler und so weiter. Und so dreht sich dieses Flywheel und befeuert wird das Ganze durch Marketing. Und um dieses Flywheel auch bei uns bei Boxboote hochzuziehen, haben wir angefangen, unseren Händlern auch Marketing anzubieten. Und das ist erstaunlich gut angenommen worden. Und ganz viele Händler haben dann irgendwann schon fast mehr Marketingdienstleistung bei uns eingekauft als klassische Logistikdienstleistung. Und wir haben dann festgestellt, dass der Need neben Lieferung auch ganz viel Marketing ist und haben dann neben Boxboote nochmal gegründet,
Dann haben wir eine Marketingagentur hochgezogen, weil irgendwann auch Firmen auf uns zugekommen sind, die hatten jetzt auf einmal nichts mehr mit Boxbude zu tun. Die haben dann gesagt, so, hey, wir haben gesehen, ihr macht hier für diesen lokalen Bäcker, macht ihr das Social Media Marketing, könnt ihr das dann für uns auch machen? Und um das Ganze trennen zu können, haben wir einfach nochmal eine Firma gegründet und haben dadurch so ein bisschen quersubventionieren können. Das heißt, also wir haben bei Boxbude jetzt bis heute keine Gehälter bezogen. Wir beziehen die Gehälter alle über die Agentur und können somit die Boxbude ein bisschen frei von Kosten halten. Und das heißt aber alle, wie viele Gründer gab es denn bei Boxbude und sind die alle auch in der Agentur drin, also 1:1? Genau. Also wobei mittlerweile 2 Boxbude-Gründer auch ein Gehalt von Boxbude beziehen können und die anderen sind bei der Agentur mit dabei. Also das ist ja eigentlich schön, weil du hast ja dann auch so ein Flywheel-Modell gebaut, ne? Der Bäcker, die Apotheke, die haben ja alle auch Schwierigkeiten. Da macht wahrscheinlich jemand noch teilweise mit Word-Dokumenten dann die aktuelle Angebote, ne? Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Dann bedingt sich das ja gegenseitig. Ja, also im Idealfall ist es so. Im Idealfall ist es tatsächlich so, ja. Und wir schauen halt immer, dass wenn es ein Kunde ist, der bei Boxbude auch auf dem Marktplatz gelistet ist, dann rechnen wir das auch alles über Boxbude ab. Und wenn jetzt wir zum Beispiel einen Kunden, der eben auf uns zukommt und der jetzt quasi nichts mit Boxbude zu tun hat, der wandert dann automatisch in die Agentur rüber und dann können wir das so sauber trennen. Aber die Agentur arbeitet dann auch für Kunden außerhalb von Boxbude? Mittlerweile haben 80% unserer Agenturkunden gar nichts mehr mit Boxbude zu tun. Also es ist ein komplett autarkes Business geworden. Am Anfang war das noch sehr eng verwoben. So in den ersten 1-2 Jahren waren bestimmt über die Hälfte der Agenturkunden, kamen die mal ursprünglich von Boxbude. Aber mittlerweile ist das sehr autark geworden. Okay. Du hast angesprochen im Vorgespräch oder glaube ich im Intro, dass du noch 1-2 Themen nebenher machst. Jetzt hört sich das schon nach ziemlich viel an. Was machst du denn noch nebenher und wie bekommst du das in deinem Alltag unter? Wir haben während Corona haben wir ein eigenes Wine-Private-Label zum Beispiel hochgezogen. Es nennt sich Together Wine, so also Englisch Together. Das kam daher, dass ich habe mal, also meinen zweiten Job, da habe ich in einem Weinhandel gearbeitet und habe dort Private Labels für den Discount und für den Lebensmittelhandel hochgezogen, beziehungsweise aufgebaut. Und wir haben eben während Corona festgestellt, dass es immer mehr und mehr Private Labels auch im Weinbereich gibt. Also jeder, der Gary Vaynerchuk kennt, Gary Vaynerchuk hat so ein Empathy Wine und ich war inspiriert von dieser Idee und ich wusste eben aus meiner früheren Karriere, dass es gar nicht so komplex ist, so ein Private Label hochzuziehen und dadurch, dass wir halt die Expertise aus der Agentur hatten, haben wir das mal ausprobiert, über einen eigenen Shop dann verkauft und ist so ein kleines Side-Projekt geworden. Wie kann ich das im Alltag unterbringen? Wir sind ein gutes Team. Wir haben auch eine Agentur, sehr kompetente Leute, wo wir immer wieder mal so kleine Geschäftsmodelle ausprobieren und die versuchen dann auch auszurollen, um in erster Linie davon auch zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und ja, es ist so ein bisschen Hobby. Also Unternehmertum wird ja dann auch irgendwann auch zu einem Hobby. Andere gucken sich eine Netflix-Serie nach der anderen an. Da habe ich jetzt nicht so viel Spaß dran, sondern ich habe Spaß, irgendwie Geschäftsmodelle auszuprobieren. Und somit ist es für mich jetzt gar nicht so schlimm, jetzt mal ein Wochenende oder einen Abend damit zu verbringen, so ein Geschäftsmodell irgendwie auszurollen. Und wenn man da ein gutes Team hat und da Spaß dran hat, dann geht es einem gar nicht so schwer von der Hand. Habt ihr da im Team dann feste Aufteilungen, wer sich um was kümmert? Oder kann man sich da, wie funktioniert das im Zusammenspiel? Genau, also ich bin so der Vertriebler unter uns. Ich kümmere mich dann um so Vertriebsangelegenheiten. Dann der David ist bei uns so der Designkopf
Und der Hans, der ist so bei diesen ganzen digitalen Marketing-Themen sehr fit. Und das ist eigentlich schon so eine, macht es schon zu einer relativ kompletten Sache. Und wir hocken dann immer wieder zusammen und gucken halt, was so in der Unternehmerwelt gut funktioniert. Und wenn uns das gefällt, dann versuchen wir es zu adaptieren. Das so läuft es meistens dann ab. Okay. Und neben dem Wein werde ich dann auch noch raussuchen und dann verlinken. Hast du noch, gibt es noch andere Sachen, die du erwähnen willst? Ich war tatsächlich vor 2 Jahren, also ich habe eine Kommunalpartei mitgegründet. Das ist die Generation AUX, nennt sich die. Also AUX wie das AUX-Kabel, aber das steht für Augsburg, mit X geschrieben. Da war ich, also bin ich Gründungsmitglied und habe dann auch mit für den Stadtrat kandidiert. Das hatte den einfachen Grund, dass auch da wir halt gemerkt haben, dass du so wirkliche Veränderungen in einer Kommune über die Politik am ehesten erreichen kannst. Also ich finde das immer sehr schade, wenn man so an Wahlergebnissen sieht, wie hoch die Wahlbeteiligung meiner Generation eigentlich ist. Die ist teilweise unter 50%. Mir hat dann damals ein Kumpel gesagt, mal schauen, ob ich den Satz nochmal zustande bekomme, Politik ist die höchste Form gesellschaftlichen Engagements. Und das hat mich so ein bisschen getriggert und habe dann gesagt, okay, wenn ich möchte, dass in der Kommune sich was verändert, dann muss ich da auch mitten in die Politik reingehen, um damit was mit zu verändern. Und wir haben dann sogar geschafft, einen Stadtratsplatz zu bekommen. Also die Partei gibt es noch, bin da auch im Hintergrund noch aktiv. Jetzt nicht als Stadtrat, sondern eher so als, sei jetzt mal, Startup-Lobbyist. Halt die Flagge hoch für die ganze Mobilitätsthemen bei uns in der Partei. Genau. Das ist auch noch so ein kleines Nebenprojekt. Du hast noch ein paar Sachen angesprochen, schwierige Zeiten und schwieriges Jahr. Kannst du für dich vielleicht nochmal zusammenfassen, jetzt seid ihr am Bootstrappen seit 7 Jahren, 1,5 Jahr sogar nebenberuflich dann. Da hast du ja schon einiges mitgemacht und Durststrecken durchlebt und bist trotzdem davon überzeugt, wie ich so raushöre. Kannst du für dich ein paar Vor- und Nachteile zusammenfassen? Meine Partnerin ist auch im Startup-Umfeld und wir unterhalten uns deswegen ganz viel über Themen, über Startups, Finanzierungen, Bootstrappen und Co. Und ich sage immer ganz salopp zu meiner Partnerin, eigentlich sollte jeder Unternehmen sein erstes Unternehmen bootstrappen müssen. Weil ich finde, die Learnings, die man in so einem Bootstrapping-Prozess macht, sind elementar wichtig, weil man eben über viele Entscheidungen ein bisschen länger nachdenken muss, wie wenn jetzt Geld keine Rolle spielt. Deswegen bin ich persönlich von dem Bootstrap-Thema sehr überzeugt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, Deutschland ist kein sehr Bootstrap-freundliches Land. Das fängt damit an, als wir damals unsere Firma gegründet haben, haben wir es als eine UG gegründet. Das war da noch gar nicht so lang möglich. Also die UG gibt es ja noch nicht so lang. Also es war ja damals die Pendant zu Limited. Und ich weiß noch, dass selbst der Notar am Notartisch wollte uns noch dazu überreden, doch lieber eine GmbH zu gründen und die 25.000 Einlage zu stellen. Und hat schon zu uns gesagt, ja, wir haben damals mit 5.000 Euro die UG gegründet. Und der hat damals zu uns gesagt so, ja, wenn ihr nicht mal die 25.000 Euro habt, dann kann das ja nicht so eine tolle Idee sein, so quasi. Und das war schon so der erste Moment, wo wir uns dachten, wir wollen es halt jetzt einfach mal probieren. Und wir haben halt jetzt dieses Kapital nicht, aber wir gucken halt jetzt mal, wie es funktioniert. Das war so der erste Moment, wo wir schon gemerkt haben, okay, wenn du keine Kohle hast, wirst du nicht ernst genommen, so quasi. Der zweite Moment, wo ich schockiert war, als wir unser Geschäftskonto aufgemacht haben bei einer lokalen Bank hier und wir zu der Bank gesagt haben, so, ja, wir brauchen eine Kreditkarte. Und dann haben die zu uns gesagt, so, nee, als neu gegründetes Unternehmen kriegt ihr keine Kreditkarte. Und dann ich so, hä,
aber ich bekomme doch als Privatmann auch eine Kreditkarte. Und sie so, ja, aber wir haben halt hier so eine Klausel, dass erst Unternehmen nach 3 positiven Jahresabschlüssen man erst eine Kreditkarte bekommt. Und dann wie, okay, aber wir sind ja neu gegründet, wie sollen wir denn jetzt 3 positive Jahresabschlüsse hinlegen? Sagt sie, ja, das geht halt bei uns nicht. Also, ergo, wollte man uns als Jungunternehmer nicht mal eine Kreditkarte geben. Was mussten wir dann machen? Wir mussten dann privat 2.000 Euro auf ein Konto einzahlen. Das wurde dann von der Bank eingefroren. Und das war dann quasi als Sicherheit für die Kreditkarte. Also völlig schizophren eigentlich. Und das war so der erste Moment. Der nächste Moment war dann, als wir ein Fahrradleasing machen wollten. Und dann haben die zu uns auch gesagt, UGs sind bei uns für Fahrradleasings ausgeschlossen. Also du bist eigentlich so in diesem leanen Gründungsprozess, den du als Bootstrapping-Unternehmen halt einfach hast, wirst du von der einen Institution zur nächsten geschickt und abgelehnt. Du wirst, also man hat so das Gefühl, man hat so einen Verbrecherstempel irgendwie auf dem Kopf. Wer jetzt nicht mit 100.000 Euro Startkapital startet oder wer jetzt nicht einen großen Investor im Rücken hat, der will irgendwie irgendwas Krummes abziehen. Das fand ich wahnsinnig schade. Und es ist bis heute noch so, dass wir immer wieder auf unsere, sag ich jetzt mal, doch knappen Mittel reduziert werden und der Trust nicht besonders groß ist, dass es uns jetzt noch länger geben wird. Also dieser graue Schleier legt sich seit Jahren so über uns. Und man sagt auch irgendwie, weil wir bis jetzt noch keinen Investorendeal haben, wird uns immer so nachgesagt, so, ja, dann kann ja euer Geschäftsmodell nicht so toll sein, weil sonst hätten die ja schon längst in euch investiert. Also es ist tatsächlich ziemlich schade und ziemlich anstrengend, auch wenn du mit Banken Gespräche hast. Man hat so das Gefühl, die verstehen die Geschäftsmodelle eines Schreiners, eines Fliesenlegers oder eines Handwerksberufs relativ gut. Da werden auch mal ein Kredit oder ein Darlehen oder so gegeben. Aber wenn das Produkt nur einigermaßen digital ist oder einigermaßen innovativ ist und nichts von der Stange ist, dann wird man immer so ein bisschen als verrückt abgestempelt und weitergeleitet, weitergeschickt. Aber ich muss dazu sagen, die letzten 7 Jahre, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel über meine Entscheidungen nachdenken müssen und habe, glaube ich, dadurch ganz, ganz viele Fehler im Kleinen gemacht und habe halt da mal irgendwie ein paar 100 Euro oder manchmal auch ein paar 1.000 Euro gegen die Wand gefahren. Aber ich bin weit davon entfernt, eine so krasse Cash-Burn-Rate zu haben wie jetzt die großen Jungs und auch diese ganze Entlassungswelle, die zurzeit in der Tech-Branche auch stattfindet. Ich stelle mir immer die Frage, wie kann denn das sein, dass ihr jetzt hier 10-20% eurer Belegschaft da irgendwie einfach so von heute auf morgen rauskickt? Da könnt ihr doch beim Einstellen schon mal irgendwo, habt ihr da vielleicht schon mal einen Fehler gemacht. Also ich glaube, müssten Unternehmer ihr erstes Unternehmen bootstrappen, dann würden sie viele Sachen anders machen, wie wenn sie einfach da jetzt schon ein paar Millionen auf dem Konto hätten. Sehr interessant. Also da waren jetzt ein paar Punkte dabei, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also gerade das UG-Thema und die Gründung und dass man eben dann benachteiligt ist, da gehe ich voll mit. Jetzt finde ich es dann umso beeindruckender, dass du es durchgezogen hast. Woher nimmst du denn die Energie, trotz all der Widrigkeiten, dann das Thema durchzuziehen und dann schlussendlich doch zu einem, ja, einem positiven Verlauf zu bringen? Jetzt hast du 2 Unternehmen gegründet, noch einen Wein. Das ist ja auch schon beeindruckend. Wo nimmst du die Energie her, dann diese negativen Themen, dann da was Positives draus zu machen? Ich glaube, das ist immer wieder, also das, wir sind ein sehr, sehr gutes Gründerteam. Ich glaube, dass da immer wieder der eine und der andere, der mal den Kopf hängen lässt, aufgefangen wird. Ich würde mich auch absolut als ein durch und durch Unternehmer bezeichnen. Wenn ich in den letzten Jahren immer wieder mal eine schlechte Phase hatte, habe ich auch immer wieder den Weg zu, sei jetzt mal, alten Weggefährten gesucht. Das sind unter anderem Mentoren. Ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, der schon Mitte 50 ist und der hat zu mir gesagt, Raimund, du machst jetzt die erste Krise durch. Ich habe schon 2-3 Krisen durchgestanden.
wenn du die Krise jetzt nicht durchstehst, dann musst du wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehen, weil es werden immer wieder Krisen kommen und nach jeder Krise bleiben die guten Leute übrig und die schlechten werden ausgesiebt. Und das ist so mein, jetzt so auch so mein Durchhaltevermögen, was ich jetzt an den Tag lege, weil ich sage, ich bin ein guter Unternehmer und ich kann auch Krise. Ich kann jetzt nicht nur die guten Seiten mitmachen, sondern ich kann auch Krise. Und man muss jetzt einfach nur quasi, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken, man muss den Kopf über Wasser halten und man muss innovativ bleiben. Also ich habe mal an einem Vortrag gehört, gebootstrappte Unternehmer sind deswegen so attraktiv, weil die eigentlich nie Geld haben. Die müssen immer innovativ bleiben, um neue Einkünfte irgendwie zu generieren. Wie jetzt jemand, der jetzt gar keine Gedanken darüber machen muss, die Kohle auf dem Konto ist ja da, ich kann ja weiterhin mein defizites Geschäft fortführen. Also wir müssen immer wieder kreativ werden, müssen uns immer wieder hinterfragen und müssen immer wieder gucken, wie es weitergeht. Und mit diesem Wissen, dass auch diese Krise vorbeigehen wird, kann ich mich immer wieder so ein bisschen motivieren. Und ich habe eine gute Partnerin, die mich immer wieder motiviert. Ich habe gute Gründer, ich habe ein gutes Team und eben ein kleines Mentoren-Team um mich herum, die ich immer wieder fragen kann und um Rat bitten kann und kriege da immer wieder aufbauende Worte mit. Das hilft ungemein. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Raimund, ich wünsche dir ja für Boxboote und Agentur alles Gute für dieses Jahr und einen Wein schaue ich mir natürlich auch an. Viel Erfolg und ich drücke die Daumen, dass mit der Expansion dann klappt auf dem einen oder anderen Weg. Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch, hat viel Spaß gemacht. Super, ja. Vielen Dank, dass du deine Zeit dafür hattest. Mach's gut und schönen Tag. Dankeschön, mach's auch gut. Ciao. Ciao. Und das war auch schon wieder Folge 15 von Happy Bootstrapping. Ich freue mich über jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Schreib mir gerne einfach eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Schreib mir gerne auch, wenn du Vorschläge für neue Gäste hast oder du selber Gast im Podcast sein möchtest. In der nächsten Woche spreche ich mit Michael Kammleitner von SWOT.io und Walls.io. Und da könnt ihr schon gespannt darauf sein, wie Twitter seine API-Pricing-Strukturen in Zukunft anpassen wird. Die Folge mit Michael erscheint dann nächsten Dienstag wie gewohnt morgens um 7 Uhr. Bis dahin viel Spaß und schöne Woche. Ciao!